Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. So. Ja, wie man hier sehen kann, sind wir schon ganz fleißig. Und der Typ, der ist hoffentlich endlich weg. Ja, gut. Ich kann ihn zumindest nicht mehr sehen. Alles klar. Neuer Tag, neues Glück, ne? Mach mal hier ein bisschen Licht an. Hier noch ein bisschen Gras mit rein. So, ja, ne? Das soll unser zweites Lager werden. Das ist aber ein bisschen schief, sehe ich gerade. Also, beziehungsweise es ist, glaube ich, nicht ganz eben. Ne. Das machen wir nochmal. Das muss schon richtig sein, dieses Mal. Unterkünfte. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen. Unterkünfte, da. Hier und. Wow. Na, noch ein bisschen. Ah, komm. Immer Millimeter. Immer nur gegen ein paar Millimetern. Ja, das ist schon besser. Das kann man so lassen, okay. Wenn es hier passt. Wenn es hier passt, kann man das so lassen. Ja, ist okay. Voll okay. Ach nee, warte, jetzt passt die Größe nicht, ne? Scheiße. Ah, vielleicht sollte ich doch lieber mein eigenes dahin bauen. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Die Sache ist nur die, ich weiß, ich werde wieder voll übertreiben und mehr bauen, als ich eigentlich brauche. Jo, Bambis, was geht ab? Eigenes Fundament war das, glaube ich, ne? Ja, nee, warte. Warte, warte, warte. Nein, schon wieder. Eigener Boden. Eigenen Boden kann ich hier gar nicht bauen. Ja, toll. Arschloch. Arschlochboden. Ich weiß nämlich nicht, ob man auf dem eigenen Fundament bauen kann. Das würde ich also so bauen, wie ich es halt vorhabe. Das würde ich jetzt aber schon tatsächlich gern mal herausfinden. Mach mal so. Dann. Ungefähr gerade, glaube ich. So müsste er reichen. Theoretisch. Wenn nicht, kann man das immer noch ausbauen. Ja, ob ich da jetzt ein bisschen mehr oder weniger habe, Hauptsache ist es gerade einigermaßen. Es muss nicht mal perfekt sein. Aber so ist, glaube ich, schon okay. Dann, wir werden natürlich heute die Dings fertig machen. Unsere Hälfte dort. Ihr wisst schon, die andere Hälfte von der Plattform. Aber man kann ja schon mal vorbereiten. Scheiß Vogel hat mich abgelenkt. Wand mit Fenster, nein. Nein, ja, das ist wieder das Blöde mit der eigenen Wand. Die bräuchte ich hier eigentlich, aber ich kann sie nicht so machen, wie ich will. Ja, toll. Scheiße, was soll das? Ach ja, Forrest, du machst es mir sehr einfach. Hier was zu bauen. Warum kann ich das nicht so machen, wie ich möchte? Grundlegende Wand. Mit der grundlegenden Wand könnte es gehen, aber dann erreiche ich diese Höhe nicht. Weil so hoch kriege ich die Wand nicht. Da, die spackt dann rum. Wenn ich das so mache. Weiß ich nicht, dann wird es halt garantiert schief.
gefällt mir noch nicht so. Wird es eben garantiert nicht so, wie ich es möchte. Der Boden ist auch noch nicht so gut geworden. Scheiße! Eigenes Fundament. Ein bisschen mehr hier vielleicht. Jetzt nicht. Jetzt bitte nicht. So wäre, glaube ich, ganz gut. Ah, nein, nein, nein. So, passt. Ja, das ist schon besser. Das gefällt mir schon eher. Ich sollte vielleicht den Katana ausrüsten, wenn die schon direkt vor meiner Tür stehen. Oder einfach mal schlafen gehen. Ja, das wäre eigentlich auch eine gute Idee. Was war das jetzt? So. Genau. Dann gehen wir mal schnell rein. Holen uns was zum Futtern. Der Boden passt ja jetzt so einigermaßen. Ich hoffe, ich kriege das Haus so hin, wie ich es möchte, aber das wird schwer. Das wird richtig schwer, weil ich kann die eigene Wand nicht so ziehen, wie ich es will. Man muss es immer so machen, wie das Scheißspiel es vorgibt. Das ist schon ein bisschen sehr blöd, sehr dämlich gemacht. Wo komme ich denn hier runter? Ich mache hier extra kein Loch hin, weil ich falle sonst garantiert. Ich falle definitiv runter. So, überall gibt es einen Weg rein. Lecker Schmecker. Njam, 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 njam. Das war gut. Das hat gut getan. So. Wie viel Knochenrüstung haben wir denn eigentlich? Ah, haben wir mehr als genug. Sonst hätte ich gesagt, gehen wir jetzt doch noch welche von denen jagen. Warum ruckelt das heute so ein bisschen? Heute spinnt es irgendwie wieder. Naja, solange es läuft ja. Die Axt ist blutüberschmiert, überströmt. Warum auch immer. Ich habe nie wirklich damit gekämpft, aber gut. Ja, okay, doch ein bisschen. Ein bisschen schon, aber nur ein bisschen. Hier? Ja, wir haben es gleich. Leute, wir haben es gleich. Noch zwei Stück und die haben wir. Hallo? Hallo? Würdest du bitte? Hm, ja gut, dann gehen wir halt hier rauf. So. Hier war es doch gerade. Da. Ach, nur noch einer. Ja, geil. Oh, nice. Endlich geschafft. So. Ja, reicht das denn? Oder brauchen wir noch mehr? Ich glaube, wir brauchen noch mehr. Am Boden, meine ich. Ein bisschen größer soll das Haus dann doch werden. Das soll jetzt auch das nächste Bauprojekt sein. Was fertig muss, was fertig werden muss. Also wir können das schon mindestens hier bis zu dem Stein machen, würde ich sagen. Dann machen wir da einfach in das andere Haus ein Loch rein. Das war's jetzt. Komm. Wo stellst du dich heute so an? Mach halt.
So, was eigentlich schade ist, weil der Boden ist echt gut geworden. Also sprich, der ist voll gerade geworden und sowas und so wie ich ihn haben wollte, aber der ist jetzt schon wieder nicht mehr so gut. Normalerweise bin ich da nicht so genau, so präzise, habt ihr ja gesehen in den letzten paar Folgen. Aber jetzt will ich das schon richtig machen, wenn ich schon mal einen guten Boden habe zum Bauen. So. Ich glaube, so ist okay. Stimmt. Hier ungefähr. Ja, natürlich, das musste jetzt passieren, ne? Einmal hier außen rumlaufen, Alter. Was man nicht alles für ein vernünftiges Lager macht, ne? Das müsste einigermaßen passen. Wie gesagt, ganz gerade werde ich so auf die Art und Weise nicht hinkriegen. Na. Na, das ist nicht so, wie ich es wollte. Das ist alles ein bisschen zu schief. Ich will jetzt erstmal eine bessere Axt. Ich weiß nicht, warum der hier die Kack-Axt ausgerüstet hat. Das ist alles schief. Nee, das ist schon wieder nicht richtig. Nicht so, wie ich es will. Erstmal brauche ich sowieso eine andere Größe, so ungefähr. Bisschen kleiner vielleicht. Ach komm, Alter. Könnt ihr mich nicht mal in Ruhe bauen lassen? Jetzt. Hier. Na gut, ich denke, besser werde ich es nicht hinkriegen. Na, das ist eigentlich sogar schon ziemlich gut geworden. Das kann man so machen. Machen wir zuerst den Boden, würde ich sagen. Dann alles andere. Warum ist es denn jetzt schon wieder so dunkel? Gerade wird es echt schnell dunkel. Ich speichere mal lieber ab. Irgendwie ist mir das Spiel heute ein bisschen zu komisch. So, also das nächste größere Bauprojekt, ne? Ist schon hier in Arbeit. Das wird dann unser Lager. Das kann man dann im Notfall noch, also wenn man mehr braucht, vergrößern. Kann man bis hierhin bauen. Schnauzefresse, wo bist du? Ja, das kann ich auch. Boah. Ja, okay, jetzt ist er runtergefallen. Also die Axt scheint schon gut reinzuhauen, aber die ist voll langsam. Wenn ich sie schneller hinkriege, dann... Hat wehgetan, ne? Voll in den Schädel rein. Na komm halt. Guck nicht so blöd. Ich sagte, guck nicht so blöd. Du solltest vielleicht mal springen. Das wäre eventuell mal eine gute Idee. Warum ist es denn jetzt schon wieder dunkel? Wir haben doch gerade erst angefangen. Es ist gerade erst Tag geworden. So, wenn sie jetzt wieder kommen, dann mache ich schnell hier meinen Katana.
Ach, okay. Ja, das ist auch gut. Die waren nicht als Fallen gedacht, die Sachen, aber scheiß drauf. Ausnutzen kann man's. Ich muss meinen Boden ausrüsten, das geht besser. Nein, er ist rausgegangen. Scheiße, komm wieder rein. Verdammt. Ja, geschafft. Das war zwar nicht mal ein Headshot, aber egal. So. Geile Sache, geile Sache. Dann wieder Katana ausrüsten. Wo ist es? Da ist es. Und Platz für mehr Knochen schaffen. Und Licht brauchen wir dann natürlich mehr, ne? Damit ihr auch mal was sehen könnt. Stimmt, also wir sollten hier rundherum Licht machen vielleicht. Rund um diese ganze Plattform, wo wir gerade draufstehen. Das wäre eventuell gar nicht so schlecht. Das wäre überhaupt nicht schlecht, das wäre sogar ziemlich nice. Das wollte ich oben ja auch machen. Das wäre sogar ziemlich cool. Okay, die Sache ist jetzt natürlich, dass wir, wenn wir hier sind, immer rauf, rundherum rennen müssen. Das finde ich nicht so geil. Vielleicht sollten wir hier auch eine Treppe bauen. Oder sonst irgendwas, damit wir hier leichter rauf und runter kommen. Damit wir nicht immer hier so rundherum rennen müssen. Einmal um das Ding herum. Das wäre ja voll scheiße die ganze Zeit. Da würde sich schon eine Treppe anbieten. Und ja, es ist natürlich blöd, dass wir jetzt unten nicht mehr so gut hinkommen, aber unten wird dann nicht mehr so gebraucht, wenn das hier alles fertig ist. Stimmt, man kann ja jetzt versuchen, mal einen Zaun zu machen. Hier oben sollten wir relativ safe sein. Relativ. Wo ist denn der Zaun? Zaun, wo bist du? Gibt's doch nicht, dass ich das nie finde, was ich brauche. Ja, wo ist denn das jetzt? Alter. Hier sind die Fallen, wo sind die Zäune? Hallo? Nein? Zäune und Wände, wo sind die jetzt? Da, Stockzaun, das erkennt man gar nicht als Zaun. Ah, der macht dann nicht das weg, was ich schon hatte. Das heißt, ich muss das alles selber wegmachen, oder was? Das ist ja behindert. Oh Gott, das ist ja dämlich gemacht. Jetzt muss ich alles hier wegmachen. Was ist denn das? Habe ich die Knochen eingesammelt? Ja, habe ich. Ja, hallo. Ist das dämlich gemacht? Ach du Scheiße. Wo muss ich jetzt jeden einzelnen wieder wegmachen? Nur weil der Computer das hier falsch gesetzt hat und ich auch. Das ist doch dann viel zu viel. Gott, ist das dämlich. Hm? Achso. Na mach halt!
Dann reagiert er manchmal mit dem. Ja, okay, ein bisschen schief ist es schon. Das habe ich nicht gesehen, aber ja. Komm. Das ist jetzt nicht so das Schlimmste. Ich muss hier mehr Licht machen. Ja, ja, ich weiß schon, dass ihr da unten seid. Ich werde euch jetzt aber nicht jagen. Ganz im Gegenteil, ich werde jetzt runtergehen und schlafen. Ich weiß nicht, warum schon wieder Nacht geworden ist, weil es war viel zu kurz, der Tag. Oder ich könnte ja eigentlich planen, was ich am nächsten Tag machen werde, aber dann stehen die halt immer noch vor der Tür. Ja komm, dann zieh den... Ach, scheiße, stimmt. Der Anzug bringt da nichts. Dann geh dich mal kurz aufwärmen, du Loser. Sonst stirbst du ja wieder fast vor Kälte. Ja, eine Treppe würde sich da schon anbieten, ne? Von da nach da. Oder hier ein Aufzug, das wäre einfach so aus Spaß. Das mit dem Aufzug hat ja letztes Mal super toll geklappt. Weiß ich nicht, wofür der gut sein soll, wirklich. Voll der Schwachsinn, wenn man den nicht so bauen kann, wie man will. Ja, umdisponieren muss ich hier jetzt nicht unbedingt. Erst wenn das Lager fertig ist. Und das kann noch ein bisschen dauern. So. Da ist der kleine Zipfel. Kleine Zipfelklatscher hier. Ja, das passt eigentlich alles. Wie gesagt, ein bisschen schief, aber ich weiß ja, woran das liegt. Ich habe das ja nicht als ein Gebäude gebaut, sondern als zwei. Dann ist es natürlich ein bisschen blöd. Ach, scheiße. Und so nimmt er das auch wahr, ne? Alter, was ist denn mit dir los? Was bist du für eine Pussy? Du hast dich gerade erst aufgewärmt, nur weil es ein bisschen regnet, also komm schon. Was für ein Loser. Ja, dann geh halt schlafen. Ach nee, warte, ich habe ja gerade das gegessen. Also wirklich, das ist ja voll das Weichei. Von dem bisschen Regen wird einem doch nicht kalt. Kann ich jetzt wieder... Ich will nicht hier stundenlang rumsitzen und die ganze Zeit nur am Feuer hocken. Nur weil dir ein bisschen kalt geworden ist. Wow. Loser. Nee, das ist wirklich übertrieben, dass du von 10 Sekunden Kälte gleich Schaden kriegst. Oh. Und unsere Freunde. Ja, musst du jetzt zittern, du Idiot. Dir ist kalt, dann mach ein Feuerchen. Jawoll, ja, dann mach mal halt hier wirklich ein Feuerchen, weil der Idiot, der kriegt das einfach nicht gebacken. So. Die machen da jetzt aber nichts kaputt, oder? Das hört sich nämlich voll so an, als würden die da alles kaputt machen. Oh ja. Oh ja. Geil! Grillfest, Alter! Grillfest, Leute! Ah, scheiße, das hat ihn nicht getroffen.
an ihm herum brennt alles. Ey, willst du mich verarschen? Jetzt brenn doch endlich. Warum brennt er nicht? Ey, was war das denn jetzt? Bleibst du da unten? Hey, ja, endlich brennt er mal. Ja, genau. So muss das. Scheiße. Ja, doch, hat ihn getroffen. Gut. Ich habe noch mehr als genug, Mollys. Das ist kein Problem. Ja, und schon wieder Bretter. Das scheint aber wesentlich mehr auszuhalten wie der andere. Ja, brenn dich, Schwamm, brenn. Schön. Okay, anscheinend hält er wirklich viel mehr aus, aber das ist ja kein Problem für uns. Oh. Okay, dann baller ich den Ball einfach da rein. Gehe jetzt runter. Ich sollte vielleicht meine Katana-Klinge mitnehmen. So. Ja, war doch gut, dass wir wach geblieben sind. Ach, scheiße. Verdammt. Ich muss ja da oben. Rausgehen bin ich schon gar nicht mehr gewöhnt. Wo habe ich denn meine Tür gemacht? Da. Das muss ich mir vielleicht auch mal markieren, dass ich sie finde. Ich hole mir das alles jetzt. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist mir scheißegal. Eigentlich müsste hier noch viel mehr sein, aber gut. Oh, Häschen! Ja! Nein, ich will das Häschen! Scheiße, nein, oder? Ja, gut. Ich habe so wenig Hasenfell und alles. Nicht, dass ich Hasenfell viel brauchen würde, aber ich hab's wenig. Jetzt habe ich mehr. Schade, dass hier die Knochen von den Verbrannten nicht mehr liegen. Von den anderen. Ja, das eine große Viech ist jetzt auch schon despawned. Ha, geil. Feder gesammelt. Feder gesammelt. Schön. Ja, wenn das so gut funktioniert, mache ich da doch noch ein Stöckchen hin. Damit ich ein bisschen mehr Häschen bekomme. Laufen ja doch schon Hasen rum. Aber nicht so viele. Okay. Das macht ja nichts, Hauptsache ein bisschen. Ja, aber jetzt sind halt unten unsere ganzen Sachen, ne? Das heißt, ich muss jedes Mal hier runterklettern. Das ist auch ein bisschen blöd. Hm. Na gut, aber das sind so Kleinigkeiten. Obwohl, ich kann ja auch mal hier sowas tun. Nein, mach ich jetzt lieber mal nicht. Das sind halt alles so Kleinigkeiten. Das ist nicht so schlimm. Ja, ihr könnt da draußen machen, was ihr wollt. Das interessiert mich wenig. Ich habe jetzt keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Ich habe euch gerade schon alle verbrannt, das muss reichen. Wenn euch das so viel Spaß gemacht hat. Nein, bleib hier, Befehl da. Ja. Geil, passt. Passt. War ich hier schon? Ja, ich brauche auch nicht mehr so viele Federn, also das ist eigentlich jetzt fast schon egal. Alles klar, dann
Ja, wir wollten erstmal abspeichern. Wow, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Okay, dann beende ich die Folge hier am besten, weil es wird sonst einfach zu viel. Ich habe von gestern noch nicht alle Folgen gerendert. Ja, ich hoffe halt, dass es euch wie immer viel Spaß gemacht hat. Und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt The Forest. Bis dahin sage ich jetzt einfach mal Tschüss.